Stock wird gesponsert vom Toyota Auris Hybrid. Er braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch. Mi chiamo Su. Je m'appelle Marc. Ueki heiße Peter. Ich habe das mal gelernt, rechnen, aber ich habe viel vergessen. Ich habe Geld im Herz, ich habe Geld im Gring oben, überall. Ich bin reich, ich bin sehr, sehr reich, aber einfach nicht unbedingt so. Ich habe einfach nicht unbedingt viel Geld. Und ein bisschen Lelala, come on, Canario. Ich glaube nicht, dass das Leben per se einen Sinn hat. Ich glaube, dass man im Leben einen Sinn geben muss. Und das ist jetzt halt jetzt mein Sinn. Ich konnte Lieder schreiben, die Menschen ab und zu in schönen Momenten begleitet. Unruhig tanzen Ängste. Ich bin eigentlich als Kind und als Teenager schon auf der Bühne gestanden. Und ich wusste, dass ich singen wollte. Und dann traf ich den Marcel und dann den Peter. Es war einfach schicksalsfügig. Es musste einfach sein, ganz klar. So haben Peter, Sue und Mark angefangen. Das Traumtrio der 70er Jahre. Junge Stimmen proben die Hits von Peter, Sue und Mark für das Musical Io Senza Te. Ja, ich habe Arthrose. Hallo, schon lange. Ja. Bleibt ihr da, bleibt mal da. So klingt Peter Rebers Musik, neu aufbereitet für das Musical. Kannst du einfach die Kurve mitmachen? Weißt, wir kommen ich glaube, wir sind spät und laufst einfach hinterher, oder? Ja, das ist schön. Und können wir schauen, dass ich nicht ganz so nervig bin? 40 Jahre nach ihren größten Erfolgen steht das Trio wieder im Rampenlicht. Mit allem, was das Showbiz verlangt. Das ist eigentlich schön, wenn du das nicht ausgelassen hast. Nein. What? Io non resterò senza te.
Das Musical erzählt eine dramatische Liebesgeschichte. Natürlich mit Happy End. Wo ist der Blumenstrauß, bitte? Es ist schön, wenn du hinter gehst. Ja, ich kann aber gerne. Ganz einmal wahrscheinlich besser. Es klingt mir einfach gewaltig. Es ist natürlich wieder etwas Eigenes. Es ist einfach schön, dass die Lieder, die wir vor, ja, wir haben vorhin gesehen, vor 40 Jahren gesungen haben, oder noch mehr als 40 Jahre, dass die jetzt nochmal auf die Bühne kommen und doch auf eine sehr schöne Art. Bei dem ersten Tag, als ich mit dem Ensemble durfte, zuschauen durfte, hatte ich zwischen ein Tränchen im Auge und so, das verstecke ich nicht. La, 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 la. La, 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 la. Peter, Sue und Mark auf dem Weg zum Eurovision Song Contest 1971 in Dublin. Les Illusions de nos 20 ans wird zu ihrem ersten Hit. Lasst uns Jungen doch die Illusionen, heißt die Botschaft. Der Sound der Straße tönt weniger versöhnlich in diesen wilden Jahren nach 68. Es ist der Sound von Jimi Hendrix, der Sound der Rebellion. Es sind die Schreie der Jugend gegen die Ungerechtigkeit der Welt und gegen das Establishment. In Dublin wird der brave Sound aus der Schweiz belohnt. Platz 12 und ein Plattenvertrag für Peter, Sue und Mark. Schön frisiert, ja? Ja, dünner. Wir wollten einfach Musik machen. Und nicht alle haben dann reingeschlagen und sind mit dem Bierli auf die Straße. Und sie eh nur dieser Bewegung nachgesäckelt, wegen Drugs und Easy Sex. Oder? Uns hat noch anders interessiert und bin eh immer mehr für Evolution als für Revolution gewesen. Und ich habe gute Erinnerungen daran. Und dann waren wir ganz am Anfang, gewesen, haben viel gelernt und sind quasi als Folk Trio. Ich finde das schön. Cooler Beitrag. Ja, ich tue dich ein bisschen provozieren, aber klar. Aber ich meine, ihr seid die Braven gewesen. Ja, ja, braucht es auch, oder? Also, ich weiß nicht, auf was. Ich hätte so stolz sein, wenn ich irgendwo Steine werfe. Mit dem erreiche ich eh nichts. Ich bin nicht der Typ, der reinschlägt, sondern ich tue gerne diskutieren, ich tue gerne reden. Hey, ich war in der Uni und mehr um mich waren alles Marxisten und Trotzkisten. Ich war der Einzige, der im Militärdienst ist. Und die haben mich wegen dem gehasst. Und ich habe gefunden, ich mache meine Pflicht. Das Land bietet mir viel, also wenn's, mache ich auch das, wenn es mich braucht. Ich bin noch heute stolz darauf, dass ich nicht das Gleiche gemacht habe, was alle die gemacht haben. Das war nicht immer einfach. Wenigstens hatte ich einen Bart als Psychologiestudent. Das war ein bisschen mit Tarnung. Angefangen haben Peter, Sue und Mark als Protestsänger. Doch bald ändert sich ihr Stil. Die Show wird immer wichtiger. Erste Dissonanzen im Trio über die musikalische Ausrichtung. Da sind wir von uns drinnen, sind wir verschiedenen Meinung. Und zwar ist Susi, glaube ich. Darf ich sagen? Ja, du kannst dir selber reden. Gut, rede ich für mich. Ich finde, im Volkslied ist für mich Musik das Wichtigste. Der Text kommt lang nachher. Der interessiert mich meistens nicht einmal. Ich singe einfach, weil ich gerne singe. Und ob es ein Protestlied ist oder ein Liebeslied oder irgendetwas anderes,
Und wenn mir die Melodie gefällt, dann singe ich es einfach gern. Und will gern das weitergeben, was ich spüre. Auf das kommt es mir drauf an. Bist du immer hergehockt und habe Melodien geschrieben? Und dann plötzlich lernst du zwei kennen. Zuerst Marc, nachher zu Hause dazu kommen. Und dann kannst du dreistimmig so Sachen machen. Das finde ich wahnsinnig. Und weil Erfolg hatte, ist überhaupt nicht im Zentrum gestanden, sondern das Bedürfnis, miteinander zu singen. Wir haben das gesucht, die drei Stimmen zu hören, wie schön dass das tönt, wie schön Musik ist. Das war der Grund. Und alles andere ist nachher gekommen. Die Bahn da nebendran, das ist ja gestört. Im freien Fall. Schreck. Das hat Mark, der Mark ist über dem Herz. Mark singt nur noch selten. Heute heißt er Kuko und ist Wirt an der Berner Frühlingsmesse Bea. Die Berner Fasnachtsbeiz hat er vor 19 Jahren gegründet. Seine neue Bühne. Was Er ist ein ganz flotter Typ. Mit dem kannst du über alles reden. Was heißt das? Wenn der nicht hier wäre, dann würde doch nicht laufen. Ja, ich habe schon gesagt, das sagt man nicht, wir gehen fast nach Spitz. Wir gehen zum Kuko. Merci. C'est gentil. Allez. So, jetzt. Ein Guppi. Der Guppi ist einfach mit Herz dabei. Der gehört einfach dazu. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Wer ohne Guppi geht gar nicht. Das ist eben mein Hobby. Leute empfangen, das Fasnachtsbeizchen führen für den Verein. Berner Fasnacht übrigens machen wir das jetzt. Kesseli vom Verein. Und so. Ich mache gerne so Zeug. Ich bin gerne unter dem Volk. Hier hast du noch eins, gell? Ja. 3 Franken bis so gut. Geld ist günstig. Das Kaffee auch 3. Das ist eben schön. Darum kommen die Leute gerne daher. Oh, schön. Ist der nicht schon, dass er aufgehört hat zu singen? Mein erster Eros Ramazzotti damals. Unbedingt. Der Eros. Mensch, Eros, geht so viel. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Der geht nicht auf. Für alles, was ich heute mache, ist ja das Trio ein Platz weit eben die Schuld. Weil ohne das Trio wäre ich nicht der Kuko, den ich heute bin. Oder? Ciao, amica, come stai? Dimmi un po' che cosa fai. Se hai bisogno, vieni qui da me. Sono pronto io per te. No, nein, das ist so eine schöne Zeit halt. Eine wahnsinnige schöne Zeit, muss ich sagen. Schön, schön, kindlich schön. Wunderbar. Man darf doch ein bisschen träumen, auch ein bisschen von einer heilen Welt träumen. Sie muss nicht immer Realität sein. Kuko ging es nicht immer so gut. Zuerst stürzte er ab mit Alkohol. Später kam eine existenzielle Lebenskrise. Jawohl, 12. Ja, super. Seine Rettung war Trix, die dritte Ehefrau von Kuko. Sie wirkt im Hintergrund und ist der ruhige Pol in seinem Leben. Ohne seine Trix wäre er heute nicht mehr hier. Doch davon später. Ciao, Maggie. Salut. Bis später. Heißt jetzt Susanne Schell. Sie hat sich zurückgezogen ins Appenzell.
fern vom Rampenlicht hat sie eine neue Existenz aufgebaut. Sie experimentiert mit alten Volksliedern und filmt sich dabei und überprüft, wie sie wirkt. Alle zwei Wochen geht sie ins nahe Altersheim. Gar nicht so groß übers Land, so kommt mir immer Sinn. Das guckert Sittli an der Wand, was hält im Stübli drin? Kuckuck, kuckuck, johali du. Ich habe gerne alte Leute. Wenn ich alte Leute treffe, spüre ich auch das Leben dahinter. Und ich kann Kontakt herstellen. Und ich werde auch mal alt. Und es nimmt mich Wunder, wie dass ich alt werde. Du bist eine schöne Frau, wirst auch älter. Wie gehst du um mit deinem eigenen Alter? Das ist zum Glück ein langsamer Prozess. Man hat Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich merke schon, ich will immer noch, immer wieder attraktiv sein. Das konnte ich noch nicht ganz ablegen. Vielleicht braucht man das auch gar nicht ganz abzulegen. Peter und du haben da schon etwas gehabt. Wir haben dann schon etwas gehabt. Ich glaube, es im 71. Ja. Wo wir uns lernen kennen, ist ziemlich schnell. Haben wir es versucht miteinander. Stop complaining, said the farmer. Who told you a cough to be? Die Liebe ist nicht von Dauer. Zu unterschiedlich sind die beiden. Just look what the army did to you, Johnny, I hardly know you. Ich glaube, zu dieser Zeit, zu dieser Anfangszeit mit diesen Songs, habe ich am meisten Kraft und inneres Engagement gespürt. Who are you? Who am I? Is it real? Do we touch the sky? Doch bald wird aus der engagierten Volkssängerin ein Paradiesvogel für das Massenpublikum. Der typische Peter Reber-Sound macht das Trio zur erfolgreichsten Band der 70er Jahre. Siehst dir an und dann weißt du genau, aus dem Mädchen vor dir wird bald eine Frau, Cindy. Mit Io Sensate schaffen sie den internationalen Durchbruch. A lovely song and a very, very polished group. Doch das Trio löst sich auf dem Höhepunkt auf. Bye bye friends, you've been so kind.
May our songs be on your mind. So we'll always be apart. Warum sie sich trennen, bleibt ihr Geheimnis. Die drei wollen nicht über die wahren Gründe sprechen. Bye bye friends, we've got to go. It's the end of our show. Maybe we will meet again. Who knows where and who knows when. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ein gefeierter Musikstar war? Ich kann dich ein bisschen magst zurückerinnern. Sorry. Herzlich willkommen! Da sind wir wieder mit Lieder und Leute. So startet eine eigene Karriere. Allein. Und jetzt ist ganz, alles ganz anders im Leben, oder wie total ist es? Total anders, ja. Und ist das eine große Umstellung. Ist das ja gut, also besser, so als Solistin zu arbeiten? Ist es mehr Freiheit oder ist es Angst? Ist es Probleme? Das ist alles, was du sagst. Beides. All das, ja. Das ist besser, das ist belastender, das ist beängstigend, das ist befreiend. Das ist einfach alles. Das ist alles was Neues. Man fängt genau tatsächlich ein bisschen neu an. Ich wollte beweisen, dass ich so alleine kann. Und unabhängig bin vom Trio. Das wollte ich. Und ich habe nachher einen Plattenvertrag bekommen von der Metronom. Und der Freddy Burger war mein Manager dann. Und die haben alle gemeint, sie machen einen grossen Star aus mir. Und dann ist es einfach schwierig geworden. Haben sie gemerkt und habe ich gemerkt. Zum Beispiel ist es um die Frage gegangen, Image. Was habe ich für ein Image? Und in diesem Zusammenhang ist es nachher bei der ersten Platte um die Plattenhülle gegangen. Und ich weiss noch, ich war dann einen ganzen Abend, eine halbe Nacht mit einem Fotograf zusammen und wir haben da ein bisschen geknipset, eine Session gemacht und ich hatte das Gefühl, wow, das sind ganz tolle Fotos. Und ich habe die nachher geschickt, der Plattenfirma, und habe gefunden, da könnte man doch eine Plattenhülle daraus machen. Und die Antwort war, ich sehe aus wie eine Sozialarbeiterin, das ginge nicht. Ja, gut. Und nachher konnte ich dann in ein professionelles Studio. Können. Und dann ist dann das rausgekommen. Weiss in weiss mit weissem Hintergrund. Ja. Und ich war nicht ganz glücklich gewesen. Ihre zweite Platte, Here, There and Everywhere, wird zum Flop. Die Plattenfirma kündigt den Vertrag. Auch die dritte Platte, Manchmal, bleibt ohne Resonanz. Ende der Solokarriere. Es war eine ganz schwere Zeit. Ich bin in ein Loch gefallen und musste mich fragen, wer bin ich, was kann ich, wer bin ich ohne Mikrofon, wer bin ich, wenn ich nicht singe, wer bin ich, wenn ich nicht irgendwie eine Sängerinnenlaufbahn anstreben. Und es ging mir ganz, ganz schlecht. Ich bin tagelang im Stuhl gesessen, habe zum Fenster rausgeschaut und mich nicht mehr bewegt. Ja. Und ich wusste, das kann jetzt nicht mehr mein Weg sein. Und habe meine Sängerinnenkarriere an den Nagel gehängt. Und habe gespürt, ich muss jetzt nach hinten gehen. Okay. Peters Tochter Nina ist Primarlehrerin und komponiert Kinderlieder. Nee. Aha, I'm sorry. Kein Problem.
Eieiei, nicht ganz. Mach du, nimm es langsam, weißt du? Mhm. Du musst es schnell anhören. Und dann kann man sie genau übereinander schieben. Damit sie arbeiten am Lied so. Ich bin der Adler Ju. Nein, das ist Loch nachher. Das ist schon gut gewesen. So majestätisch. Boah, 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 boah. Winterzeit, Weihnachtszeit. Peter hat seine Tochter schon ganz früh ans Rampenlicht gewöhnt. Winterzeit, Weihnachtszeit. Sag, hast du es schon gesehen? Ich hab doch gestern Nacht am Himmel zählt. Sometimes I feel like a marvelous child, a long way from home, a long way from home. Ja. Ich verbreite extrem das Bild von Harmonie, oder? Ist das gegen aussen einfach, ist das ein Teil der Marke, oder wie siehst du das? Logisch, immer. Das ist das Marketing, das wollen wir so. Nein, nein, wir genießen es einfach miteinander. Und wie jeder hat miteinander auch Streit. Und es gibt Sachen, wo man, nicht miteinander einig, wo man sich nicht einig ist. Aber ich kann mich wehren, ich kann etwas dazu sagen und er lässt es an. Okay. Folgt er manchmal auch dir, oder wie ist es? Er muss auch mir folgen. Es ist eine heile, schöne Familie, eine Traumfamilie. Ja, ist das Botschaft, oder wie ist es aus? Furchtbar, eine heile Welt. Ja, es ist doch schrecklich, es gibt noch heile Welt. Nein, das wollte ich nicht verbreiten. Sorry, es ist ja so. Und zur Feier des Tages habe ich natürlich meine neue Schale geworfen und eine Krawatte angelegt. Peter präsentiert seine Familienidylle in Videobotschaften an das Schweizer Fernsehpublikum. Es sind Kinder vom Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan. 7 Jahre sind Peter und Livia unterwegs. Die Filmkamera ist immer dabei. Peter komponiert Mundartlieder über Sehnsucht, Meer und Inselglück. Wo andere Segler normalerweise ihre Karten versorgen, nämlich im Kartentisch, findet man bei uns ein Elektroklavier. Auf dem entstehen adisnah all die Lieder, die ich als musikalische Grüße in die Schweiz schicke. Ich hatte den Mut, alle Zelte abzubrechen. Man hat mir dann garantiert, dass man nie mehr von mir etwas hören wird, wenn ich hier weggehe. Und das war mir völlig gleich. Ich wollte das machen. Und dann hat sich wieder ein Weg ergeben, dass ich trotzdem wieder irgendwie zur Musik zurückgefunden habe. Es ist zu Goldcrew geworden für dich, im bildlichen Sinn. Ja gut, die Leute haben gesagt, das ist genau das Marketing, das hat das genau so. Aber das ist reiner Zufall, es hat sich einfach so ergeben. Logisch habe ich nachher die Gelegenheit beim Schopf gepackt, weil das, was ich gemacht habe, das werden wahrscheinlich ganz viele Leute machen. Und ich durfte es quasi ersatzweise für sie dürfen machen. Mit dir ist so schön streiten, weil du so schön kannst vergeben. Dann wieder gute Zeiten, wo dich in die Arme nehmen. Die Reber-Familie vereint in der TV-Show. In der Sendung Die größten Schweizer Hits holt Peter Reber den 2. Rang. Es gibt Leute, und ich höre das immer, die sagen, der Peter Reber ist schon eine gute Musik, aber er macht Kitsch. Liebe ist manchmal kitschig. Und das ist ein Liebeslied, das ich für meine Frau geschrieben habe.
Und ich bin stolz auf das Lied. Wir haben so viel zusammen erlebt. Das ist überhaupt nicht Kitsch. Vielleicht für solche, die es nie erleben, die sind vielleicht neidisch, eifersüchtig, ich weiß nicht was. Für mich ist das nicht Kitsch. Für mich ist das das Lied, das ich geschrieben habe. Und das wird bei x Hochzeiten gespielt und gesungen, weil die Männer das Gefühl haben, das sei genau das, was sie ihrer Frau gerne sagen möchten. Die Marke Reber funktioniert als Kleinunternehmen. Livia ist das Herz der Administration und verwaltet sein musikalisches Werk. Bis heute verkaufte Peter 1,3 Millionen Tonträger und holte 37 Mal Gold oder Platin für seine Platten. Auch dank Ehefrau Livia. Die beiden sind seit 38 Jahren ein Paar. Hast du noch geschrieben? Mhm. Hey, was schreibe ich das drauf? Ich würde auf das Cover schreiben. Auf das Cover? Mhm. Ich kann es dir später rein, das ist schon gut. So. Das hat Nummer 7 alle. Ihr seid ja eine Art KMU, ein kleines Familienunternehmen. Welche Rolle spielst du dich? Das sieht man ja nie. Ja, ich bin gerne im Hintergrund. Also, ich habe vor allem den Verlag. Also, wir machen eigentlich alles zusammen. Aber der Verlag, vor allem der Internetshop, den ich habe. Und dann tue ich das Backoffice, also Agenda, alles, was so drumherum ist. Und dann vor allem auch gehe ich viel mit, weil der Peter einfach will, dass ich mitkomme. Weil er einfach Sachen will absagen, wenn ich nicht mitkommen will. Ist ja schön, oder? Aber ich bin lieber, ich bin nicht so gern vorne. Kannst du es nicht ohne Livia? Nein, weißt du, also wenn man so lang zusammen ist, ich finde jede Stunde schön, wo wir zusammen sein können. Und ich, also irgendein Anlass ist oder so, den kann ich alleine nicht gerne. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie das alles macht. Ich hätte all das nicht können machen, was ich gemacht habe, wenn die Livia nicht da wäre. Hat es eine Widmung? Nein, also. Viel Spaß. Livia und Peter sind auch sozial und politisch engagiert. Zum Beispiel in der Förderung von Jugendmusik, in Benefizkonzerten oder in der Aktion Musik für Straßenkinder. Peter hat sich von ganz unten hochgearbeitet. Mein Vater war ein ganz einfacher Büzer, aber ein gescheiter Mann, der hatte selber die Chance nicht gehabt. Und das finde ich nach wie vor sehr wichtig, dass wir so etwas wie Chancengleichheit oder Startgleichheit, dass wir anfangen können, dass jeder eine Chance hat. Aber nachher musst du die Chance selber packen. Ich habe aus den Möglichkeiten, die ich bekommen habe, wollte das Beste machen. Ich war sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob jemand mehr Schallplatten oder Tonträger in der Schweiz verkauft hat als ich. Ich finde das schön. Ich habe wahnsinnig Krampf dafür. Ich bin 13 Jahre, wenn im Trio die anderen zwei Monate in die Ferien sind, habe ich andere produziert, für andere geschrieben. Ich habe mir das alles selber verdient. Auch Gucco hat viel Geld verdient mit Peter, Sue und Mark. Geblieben ist nichts. Ja, vier Stück, vier geschossen. Er lebt von der Rente und arbeitet gelegentlich als diplomierter Stadtführer für Bern Tourismus. Trinken nicht vergessen, meine Lieben. Aber das ist heute nicht mehr. Nein. Salut. Ciao. Wir? Hier, liebe Leute, sehen Sie den Zitglocker. Das war eben nach der ersten Stadtbauphase. Zit ist Berndeutsch. Okay. Das ist eben die. Wir haben die Nationalbank, die Kantonalbank und dann die Regionalbank. Ich bin eigentlich der, der quasi zurück ist ins sogenannte bürgerliche Leben. Und ich habe natürlich lang habe ich viel mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe. bis es einfach gekrosert hat. Also bis ich einfach gemerkt habe, dass es so sicher nicht geht. Oder? Also ja, ich bin sicher der, der den Taucher genommen hat, zumal. Der Taucher kommt mit dem unrentablen Weingeschäft, das Mark aufmacht. Und mit dem Alkohol.
plötzlich habe ich gedacht, ist alles über. Es ist mir eigentlich alles über den Kopf gewachsen. Mark verlässt seine Frau und die zwei Söhne und verkauft seine Villa. Es gibt größere Sachen in meinem Leben, die ich ganz sicher aus meinem Egoismus heraus jemandem weh hat. Das sind ganz sicher meine Söhne, am Heidi, zum Beispiel meine erste Frau. Und so, ja. Das gibt schon Momente, wo ich sage, dort bin ich auch nicht ganz so super gewesen, wie man sollte. Well, it's beautiful to see you again, Peter. And it's beautiful to see you again, Lieberli. Als Single genießt er die neue Freiheit mit zahlreichen Liebschaften. When I go back to Switzerland and tell all the people I was here. Wird Kuko erst, als diese Frau auf den Sozius steigt. Trix, die dritte Ehefrau. Dort, wo er war, war Kilby. Und das ist nicht unbedingt. Es ist interessant, es ist lustig, aber es wäre nicht unbedingt genau mein Typ gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass er gar nicht so ist. Sondern? Dass er ganz andere Werte hat. Und sehr viele gute Werte. Ja. Da kannst du mir dann noch irgendetwas schenken, gell, wenn ja, ich so lieb rede. Ich glaube, das heisst nichts anderes als ein Hansdampf in allen Gassen hat ohne Seele. Das ist es gut. Ja. Ja. 2005 kommt die zweite Lebenskrise: Herzinfarkt, Depression, Selbstmordgedanken. Ja, einfach meine einzige Stütze dann war das Trixli. Also ich weiss nicht, was... Heute weiss ich nicht, was passiert wäre, wenn ich dann nicht eine gute Beziehung hätte. Das weiss ich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, was passiert wäre. Könnte sein, dass es gar nicht gut wäre. Eine Zeit lang bist du wirklich extrem... Ja, ich war einfach dumm. Mit unten kaputt. Und man kommt nicht mehr daher. Und gleich war es einfach wichtig auch für ihn, ich war da. So. Ja, ja. Kuko verliert den Job und geht von sich aus Straßenputzen. Einfach so. In Bern innen habe ich angefangen zu fützeln. Weißt du, Zeug zusammenlesen, wo die Leute einfach achtlos fortschießen und so. Habe sogar noch das Gilet gehabt. Kuko für eine saubere Stadt und so. Weißt du? Und dann habe ich so zweimal einen befristeten Auftrag bekommen von der Stadt Bern, effektiv, da meine Runde zu ziehen und das zu machen. Ich glaube, ich habe dann ein bisschen etwas bewegt. Ja. Susanne Schell auf ihrem Weg nach innen. Sie sucht neue Ausdrucksformen mit Körper, Bewegung und Tönen. Vögel, die Dämmerung tanzend, auf Mähnen die Zeit. Für Sue ist das eine heilende Arbeit.
Mit Stimme und Klang will sie Gefühle freilegen und ausdrücken können. Was sie fühlt, hat sie auf einer CD veröffentlicht. Da möchte ich gerne ein Lied daraus vorspielen. Und zwar ist die Melodie von meinem Bruder, von Peter Schell. Und ich habe den Text dazu gemacht. Zeit zum Aufbruch. Immer wieder ein Thema in meinem Leben. Okay. Das ist schön, ja. Es ist auch ganz eine andere Ebene. Ich fühle mich dort einfach mehr daheim. So sorry. Kukos Fasnachtskeller in der Berner Altstadt. Angesagt ist Sohn Bruno Dietrich mit seiner Band Bruno and Friends. Keyboards, Gitarre, Miss Fleisch und Blut. I woke up and I thought I heard an angel cry. I could see no one when I looked up in the sky. Nothing else but time. Die Palliativstation im Kantonsspital St. Gallen. Ich hätte euch gerne etwas erzählen, aber ich weiß nicht was. Aha, ja, ja. Ist egal. Ist egal? Ja, ja. Was meint ihr? Wenn ich euch ganz sanfte Fußmassage würde machen, wäre ja, euch das etwas? Ja, das wäre etwas. Sicher? Ja, ich habe das Gefühl schon. Ja. Also, probiere ich das. Ja.
Sie ist Freiwillige des Hospizdienstes vom Schweizerischen Roten Kreuz und steht schwerkranken Menschen bei. Tut's noch weh? Jetzt noch gut? Ja, sicher mal. Oh, das freut ja. mich. Hat das gut da? Ja. Sehr gut. Alles Gute. Danke vielmals. Ja, adieu. 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 Ist mir streng. Ja, ich spüre es jetzt schon. Es reicht jetzt für heute Nachmittag. Es ist jetzt schon heiß, ja, und einfach dreimal so, zack, hintereinander und neue Menschen. Und, ich konnte mich schwer können trennen von dieser Frau. Ja. Ja, bin richtig. Premiere des Musicals Io senza te. Sieben Jahre habe ich darauf gewartet. Es hat Rückschläge gegeben, Misserfolge und dann wieder kleine Aufsteller. Und jetzt ist der Tag X. Das Musical steht, die Darsteller sind bereit. Und jetzt kann ich hier sitzen und die Musik noch mal anhören, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe. Das muss tönen wie früher. Haargenau gleich, wenn schon. Ho sbagliato io, hai sbagliato tu. Quel che è stato è stato. Toyota Auris Hybrid.
Er braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch.